Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rayman Legends. Sieger der täglichen Herausforderung, Glanco. Okay, da unten wird also alles ein bisschen angezeigt. Tägliche Herausforderung werde ich aber wahrscheinlich nicht machen, weil da müsste ich wirklich täglich dieses Spiel spielen. Und ich weiß nicht, ob ich das durchhalten würde. Oh yeah. So, gut, los geht's. Was wird denn das hier? Halte in der Luft, Taste, um zu gleiten. Okay. Kriege ich die jetzt bitte alle? Okay, also diese Dinger nach oben, die sind dafür da, dass wir gleiten. Alles klar. Auf jeden Fall sehr beruhigende Musik. Gefällt mir. Hat sowas Sinnliches, muss ich jetzt mal so sagen. Fällt mir wirklich richtig gut. Bumm. Wo kamen die denn jetzt her? Wie habe ich denn die freigeschaltet? War hier irgendwo so ein Glitzerding? Hier ist nochmal so ein Glitzerding. Bringt das Wasser hier irgendwas? Hier oben ist doch... Ist das nur Wasserfall, ja? Gut, alles klar. Nur Wasserfall. Nichts Spezielles. Zack. Und her damit! Das sind meine Lums! Oh Gott, mit Lums habe ich noch gute Erinnerungen dran. Nur das ist damals nicht Lumsi, sondern Lumsi. Aber auch nichts mit Ray. Wir können tauchen! Geil gemacht. Geil gemacht. Gefällt mir. Erinnert mich auch gerade nochmal an Trine, beziehungsweise an Trine 2. Auch ein sehr schönes Let's Play. Ich würde es mir nochmal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ist mit Core LP100, The Stinky und Mia. El Rocatafla. Auf jeden Fall super toll, das Let's Play. Aber ich habe leider an einer Stelle verkackt. Das Video aufzunehmen. Also musste ich das einmal an einer Stelle alleine machen. Sehr skillvoll war das von mir. Nein! Oh Gott! Nein! Ich wollte doch nur die Münze einsammeln. Du herzloses Ding. Das sag ich meiner Mama, dass du mich das nicht einsammeln lassen hast. Dich darum mag ich aber. So. Wie soll ich denn da wieder rauskommen? Oh, das ist ja mal gar nicht schwer oder so, ne? Hier einfach mal reibungsfrei dran vorbeizukommen. Ist ja überhaupt keine Schwierigkeit bei. So, komme ich hier? Okay, also nach unten hacken kann ich mich in der Art nicht. Okay, geschafft. Alles cool. Was willst du denn? Ich hack deine Beine kaputt. Fallschirmjäger sind doof. Was bist du? What the hell? Was war das denn jetzt? Die Pflanze war cool. Die Pflanze mag ich. Schnapp! Okay. Das war sehr knapp. Oh. Okay, ich glaube, die Pflanze mag uns nicht. Schnell nach oben. Bevor es hier enger wird. Das Ding bewegt sich ja auch noch. Das ist das Eklige an der ganzen Sache. Die Angelegenheit ist nicht zufriedenstellend. Ich habe noch ein Herz, aber... Ich möchte die Punkte mitnehmen. Ich finde es auch gut, dass die Lums da oben momentan einfach nicht wegfliegen, sondern einfach auf ihrer Kreisbahn bleiben und sich einfach da bewegen. Ich möchte gerne den King. Ich glaube, ich übersehe hier gerade essentielle... wie soll man sagen? Essentielle... Oh, Alter, was machen die denn da? Ich übersehe hier gerade essentielle Eingänge für König und Königin. Und ich kann euch sagen, wenn ich die nicht habe, dann mag ich nicht mehr. Pupsbild, Vorsicht! Yeah! Was willst du denn? Bist du ein bisschen Kacke im Hirn? Oh, komm du auch noch her? Zack.
Bei dir komme ich von oben. Oh, okay. Da hat mich der Rückschlag dann doch härter getroffen, als ich vermutet hatte. Können wir hier durch? Nee, also nach unten ist nichts. Okay, diese Level gefallen mir irgendwie nicht. Da muss man so sehr mit Wind arbeiten. Und Wind so nach oben gleiten, das gefällt mir irgendwie. Wo sind denn hier die Königin gewesen? Die Könige gewesen? Also eigentlich möchte ich hier gar nicht rein. Ich gehe aber trotzdem rein. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich hier diese kleinen Lever gespeichert haben möchte. Aber das hier ist mir jetzt echt gerade ein bisschen suspekt. Wo waren die anderen denn? Ich glaube, ich bin gerade gezwungen, da nochmal reinzugehen. Einfach, weil es mich sonst stört, die nicht zu haben. Es sind sowieso noch 5 Minuten jetzt in diesem Part. Du hast Nachrichten in deinem Koffer. Öffne ihn jetzt mit Taste 4, um sie zu lesen und deine freigeschalteten Inhalte zu sehen. Probiere es jetzt aus. Okay, Nachrichten? Wo sind denn hier Nachrichten? Mein Zeug? Ich hab keine Ahnung. Ich gehe wieder raus. So, und auf die Suche nach König und Königin. Gib mir die Flasche. Sind das eigentlich die Ladezeiten hier in dem Bildschirm? Weil da sind ja Leute mit langsameren Computern eigentlich bevorzugt, wa? Könnte natürlich sein, dass hier irgendwo irgendwas Unterirdisches war. Das kann natürlich sein, dass ich das einfach voll übersehen habe. Hier unten ist auch nichts, ne? Ne. Was ist das denn da im Hintergrund? Das sehe ich jetzt erst. Sieht ja irgendwie interessant aus, ne? Hier unten war das hier. Unten an den Bäumen muss ich wirklich alles absuchen. Ach, da hinten, guckt euch das an. Diese Schlawiner. Ich habe nichts gegen Wiener. Nichts gegen Wiener. Nur, dass euch das klar ist, ja? Okay, an dieser Stelle habe ich also vorher entweder König oder Königin übersehen oder auch nicht. Hä? Komm ich hier? Hier unten drunter durch. Diese Würstchen, ne? Wie sie einfach da unten drunter so ein bisschen rumgammeln. Hätte ich aber auch beim ersten Mal entdecken können. Was muss ich denn hier machen? Okay, zurück. Und da gehen wir auch gleich nochmal rein in diese Stage. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich schon wieder was vergessen habe. Kann ich jetzt hier... Oder auch nicht, okay. Furzpilz! Furzpilz! Wie ich so vernarrt auf diese Furzpilze bin, ne? Das finde ich dann doch relativ lustig. Nach oben! Und diese Musik, sie ist so unglaublich entspannt. Ist hier unten drunter vielleicht auch wieder was? Da gehe ich doch gleich mal gucken. Nicht nach da, nach da. Ne, den hier habe ich ja gefunden. Hatte ich ja gefunden. Hier unten drunter geht's nicht lang. Maybe hier. Nö. Alles klar. Dann muss ich wohl an einer weiteren Stelle suchen. Ist hier oben vielleicht? Da oben war ich, glaube ich, aber schon. Ne, hier ist nichts zu holen. Irgendwo muss doch hier noch so ein Geheimgang sein. Ich glaube nicht, dass hier sowas einfach nicht existiert. Ich glaube es einfach nicht. Okay, da unten schon mal nichts. Oh Gott, dieses Vieh da unten, ne? Das nervt mich irgendwie ein bisschen. Das wühlt mich auf!
Aber hier ist wirklich gar nichts, ey. Hier gibt's nichts unter Wasser und gar nichts. War das knapp. Holy crap. Gerade noch mal so geschafft. Okay, das hier muss aber irgendwie schon gehen, glaube ich. Da oben muss man irgendwie hinkommen. Oder auch nicht. Okay. Ich glaube, ich sollte das einfach aufgeben. Maybe hier lang? Ach, guck mal. Oben links, 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 links. Hier geht's noch nach oben, oder? Tatsächlich. Also wenn man die Augen ein bisschen aufhält, dann sieht man das sogar relativ schnell. Oh. Okay, also so der Master im mit Bällchen rumwerfen bin ich ja jetzt nicht. Aber ich habe ihn gerettet. Was ist das denn für ein cooles Minispiel gewesen? Mit Footballs schießen. So geht's. Einer fehlt mir trotzdem noch. Einer ist noch so ein bisschen besser versteckt als die anderen. Ha, hallo? Wo ist denn der eine? Ist der irgendwo hier? Einer? Oder keiner? Okay, ich dachte, hier kann man irgendwie an der Pflanze dran vorbeikommen. Aber falsch gedacht, Herr Kartoffel. Hehe, ich hab's doch gewusst, dass ich den eben übersehen habe. Ich habe gerade nicht gewusst, ob hier vielleicht eventuell gleich so eine Stachelpflanze rauskommt. Deswegen habe ich dann doch relativ vorsichtig agiert. Aber, was soll's? Wir haben auch den letzten gefunden. Das ist mein Ziel gewesen. Furzpilz mitnehmen, Furzpilz mitnehmen, immer die Furzpilze mitnehmen. Nicht explodieren! Okay. Du warst als erstes. Jetzt hole ich mir den Kleinen hier unten. Und dann den. Voll gegen die Wand gemetzelt! Hack, hack, hack! Weil Goldstatus wäre ja erstens erforderlich. Also für jedenfalls für das, für meine Ziele. Wäre Goldstatus auf jeden Fall erforderlich. Und dann natürlich noch alle Kleinlinge einsammeln. Und das habe ich somit getan. Und hoffe, dass es reicht. Ne, mir fehlen 8 Punkte für Goldstatus. Scheiße! Das kränkt mich gerade, liebe Freunde. Das kränkt mich gerade. Die Kartoffel möchte das nicht. 3 Punkte fehlen mir jetzt zum Ernst, oder was? Oh, die Zauberkröte. Naja, für die 3 Punkte gehe ich da jetzt nicht mehr rein. Das kannst du jetzt knicken. Das möchte ich nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Bom, offen. Und damit beende ich den Part heute mit einem kräftigen... Nee, nicht ins Level reingehen. Genau, mit dem beende ich heute den Part. Und dann würde ich einfach sagen, das war's mit dem heutigen Part. Bis dann, auf Wiedersehen, morgen 16 Uhr geht's weiter, tschüss.